Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Und damit, meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zu The Binding of Isaac Rebirth für die Wii U. Ja, ich habe unfassbar Bock, die Wii U-Version zu Let's Playen. Warum? Es gibt zu der PC-Version unzählige Let's Plays. Da dachte ich mir, komm, unterscheidest du dich davon mal ein bisschen, zockst die Wii U-Version, das passt. Und von daher gesehen, fangen wir auch direkt an. Die Story haben wir eben gesehen. Isaac ist ein versautes Gehör und muss umgebracht werden. So ungefähr in diesem Wortlaut war es der Fall. Und wir als Isaac müssen jetzt vor unserer Mom fliehen. Das habe ich so mitbekommen. Das Let's Play ist übrigens blind. Ne? Habe ich noch nie vorher gespielt. Deswegen bitte nicht flame in den Kommentaren, sondern bitte versteht mein Flehen, wenn ich hier ein paar Mal verzweifeln sollte. So, Controls können wir eigentlich alles so lassen, oder? Ja, komm, lassen wir alles mal so. Ich spiele es auch mit dem Wii U Gamepad, deswegen weiß ich gar nicht, wie das so von der Steuerung her sein wird, ne? So, wer bin ich? Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Eve und da gibt es noch tausende andere Charaktere. Wir fangen aber mit Isaac an. Bei ihm ist das Ding, er hat 3 Herzen, 2 Balken voll mit Geschwindigkeit und 2 Balken Angriff. Fangen wir an. So, jetzt sind wir auch hier, direkt im Basement. Im anfänglichen Bereich. Und hier ist ein bisschen Tutorial, weißt du Bescheid. So, ja, was ist denn jetzt hier passiert? Also, wir sind jetzt gerade genau in dem Fall, wo wir hier ins Basement gegangen sind. Wir wissen ja, Isaac ist da gerade eben durch eine Tür gegangen. In seinem Zimmer, und zwar ins Untergeschoss, und da sind wir gerade. Oben will ich gerade nicht lang gehen. Ne? Ah, das Coole ist, wenn wir den rechten C-Stick direkt schon gedrückt halten, greifen wir automatisch an. Müssen nicht erstmal noch einen Knopf drücken. Cool. Ah, das kann man aber auch genauso gut mit den X, A, B, Y-Tasten machen. Alles klar, weiß ich Bescheid. Los geht's. Wow. Okay. Leichen-Isaacs. Wie kann das denn passieren? Wie ist das denn? Hatte Isaacs Mutter schon mehrere Söhne und hat sie dann ein bisschen umgebracht? Hä? Bomben! Was man mit denen jetzt machen kann, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier ein paar Scheißhaufen, wahrscheinlich von den Isaac-Leichen. Oder von den Isaac-Kopieleichen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür einen Schlüssel. Ihr werdet mich hier auch richtig krass rumhampeln sehen und verzweifeln sehen. Deswegen, Leute, bitte habt Verständnis, ne? Es ist ein Blind Run. Jeder fängt mal blind mit Isaac an und jetzt gerade fange ich auch schon an zu verzweifeln. Oi, oi, oi. Ich muss ganz kurz anmerken, das Ganze erinnert mich so ein bisschen an The Legend of Zelda 1. So, wie kann ich denn die Bombe legen? Wie ging das denn? Ich habe doch eine Bombe bekommen, ne? Ah. Hat mich zwar wehgetan und hier ist ein Herz, ne? Geil. Geil. Aber ganz ehrlich, Leute. Jeder fängt blind mit... Oh, fuck. Jeder fängt blind mit Isaac an, ne? Keiner wurde so zum Profi. Und warum ist das so ein Goldraum? Ich gehe mal rein. Was ist das? The Common Cold. Poison Damage. Heißt das, ich krieg jetzt Schaden? Oder tue ich den Gegnern Schaden? Und zwar mehr Schaden. Ich glaube, es ist so, dass ich den Gegner jetzt mehr Schaden machen kann. Denn es gibt ja auch so diese Buffs und all die Scheiße, dass man Isaac aufwerten kann in seinen Angriffen und in allem, was er da hat. Glaube ich jedenfalls. Ne, es ist zwar ein Blind Let's Play, aber ich habe hier und da mal in Streams reingeschaut, in denen das Spiel hier Let's Played wurde. Und oh, schaut mal. Schaut mal, da ist eine Bombe drin. Aber die Steine können wir nur mit den Bomben kaputt machen, oder? Hm. Isaac gegen Germi oder Gemini. Aber ich nenne ihn mal Germi, weil Germi ist genauso ekelhaft. Germi! Fuck, nein, 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 nein. Okay, das ist hier direkt schon so eine richtig verkackte Welt, ne? Was die Mutter in ihrem, ja... Keller hat, das ist doch nicht normal, oder? Ey, ich frag mich so, wie viele Söhne hat sie, wie viele Kinder hat sie? Und wenn sie Kinder hat, ist die behindert? Scheiße, ich sterb gleich. Oh, fuck, ey. Nein, 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 nein. Jetzt heißt es ausweichen. Scheiße. Das Ding ist so, ein Part kann mal... Oh. Ein Part von The Binding of Isaac Rebirth kann auch mal 40 Minuten gehen. Er kann aber auch mal eine Stunde gehen. Und ich will jetzt echt nicht damit erreichen, dass der Part hier 5 Minuten erreicht. Oder was weiß ich. Greift doch an, los jetzt! Scheiße! Was? Okay. Nein! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Lass mich! Ey, 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 ey! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ah! Nein! Weg mit dir! Weg! Und ich glaube, dabei ist Gemini sogar noch ein recht einfacher Bossfight, ne? Oder noch ein einfacher Boss. Es gibt ja noch viel krassere, wie ich... Scheiße! Das verkackt mich hier nicht! Bombe, los! Ja! Oh ja. Stamcats, HP ab! Geil! Und ein Bonusherz. Oh, super! Super, können wir noch hier reingehen? Können wir. Dann frage ich mich, ob wir nicht vielleicht noch irgendwo einen Schlüssel oder sowas haben. Ah! Das Ding ist, normalerweise wird euch, in der PC-Version jedenfalls, auf dem Hauptbildschirm angezeigt, wie viel Schlüssel ihr habt und so weiter und so fort. Und hier ist es das Gamepad. Ich versuche mal irgendwann einzufügen, dass es trotzdem auf dem Bildschirm angezeigt wird, ne? Wisst ihr Bescheid. Das war klar. So, dann machen wir auf die Scheiße. Oh, fuck. Spinnen! Spinnen! Die Spinnen, die Spinnen. Trollbomben. Was ist das denn für ein Raum? Hallo? Hallo? Hä? Sind das... Hä? Ich glaube, das ist ein Trollspinn, oder? Ja. Scheiße. Ach nee, die folgen mir. Ach, seid ihr jetzt sowas wie Freunde? Ja, dann kommt mal mit. Los jetzt, kommt mit. Nicht so langsam. So, dann würde ich sagen, ab ins nächste Untergeschoss. Und ich glaube, das ist dann Basement 2, oder? Mach auf die Scheiße. Danke. Isaac, nein! Basement 2. Das war klar. Ich glaube, wir werden es nicht unbedingt einfacher haben hier, weil die... Oh, ihr seht auch schon... Wow, die Räume werden auch größer, wie ihr sehen könnt, ne? Die Räume werden größer, die Gegner werden ekelhafter und zwar zunehmend. Ich meine, was ist das? Ist das ein Haufen Anime-Scheiße? Was ich zu... Ja! Was ich je nach... Oh, Damage-Deal in... kleinere Anime-Scheiße verwandelt. Ich glaube schon. Aber, Kinders, worauf ich nochmal zurückkommen wollte. Als ich das Spiel zum ersten Mal so richtig gesehen habe, hat es mich so richtig an The Legend of Zelda 1 erinnert. Warum? Oh, ein Schlüssel. In The Legend of Zelda 1 gab es ja auch diese Räume. Ne? Diese Räume mit den 4 Türen oder mit den meist 4 Türen. Und da war es auch so... Warum kriege ich das nicht auf? Ich verstehe das nicht. Hm. Herz, Glückspilz. Ne, und da ist es halt auch so. Es gibt hier in Zelda 1 auch meistens 4 Räume. Und dieses System hier. Dieses Raumsystem. Wir gehen mal hier rein. Oh. Was haben wir hier? Anarchist Cookbook. Summon Bombs. Geil. Book of Shadow. Temporary Invincible. Ah. Temporarily Invincible. Unsichtbar. Das ist cool, das nehmen wir mit. Bomben sind zwar auch cool, aber ich würde halt viel lieber... Naja. Die wunderbare Unsichtbarkeit mitnehmen und... Oh, hi. Ist das hier eine Party? Darf ich mitfeiern? Wo sind meine Spinnen hin? Wenn man sie braucht, sind sie nicht da. Scheiße. Wow. Ah, da sind sie ja. Und die Spinnen haben sich umtransformiert in Fliegen. Aber okay. Das ist in Ordnung. Das nehme ich dann wohl in Kauf. Der nächste Raum war da unten. Da gehen wir auch mal rein. Hallo. Party. Riss. Los jetzt. Okay, alles cool, alles cool, alles cool. Oh. Ich muss sagen, das Spiel könnte mir gefallen. Es ist zwar auf Englisch, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es ist, wow, es ist ein englisches Spiel, aber ganz ehrlich, die Sprache, oder es kommt hier sowieso kaum Sprache, ja, zur Ausführung, ne? Also wenn wir hier echt mal die englische Sprache miterleben, dann ist es der Fall, wenn wir jetzt irgendein Item aufheben. Und das kann man sich dann zur Not leicht übersetzen hier und da, ne? Ich find's auch, oh, hi. Ich finde es auch gar nicht so nötig, das zu übersetzen. Und ich glaube, da ist der nächste Boss. Kann das sein? Deswegen gehen wir mal hier hoch, weil hier waren wir auch noch nicht, oder? Doch, da waren wir auch schon, okay. Aber ich weiß, wo wir noch nicht waren. Und zwar waren wir hier noch nicht. Auf der linken Seite. Oh. Oh. Ist übrigens ein random generiertes Spiel. Das bedeutet... Ui. Das bedeutet... Scheiße, ich habe keine Bomben mehr. Das bedeutet das. Das heißt, jeder Run ist anders. Deswegen kann man das hier auch so ungefähr als... Das ist doch Schaden, oder? Ja, wusste ich doch. Oh, scheiße, warum laufe ich da rein? Oh. Ich wusste doch, dass es wie Stacheln aussehen. Kacke. Ne? Jeder Run kann anders sein. Und jeder Run ist anders, da das hier ein zufällig generiertes Spiel ist. Und oh nein, ey. Ich wüsste zu gerne... Scheiße. Das wollte ich nicht. Oh, ich wüsste zu gerne, wie ich an neue Bomben komme. Und ich glaube, ich werde diesen Run ja nicht überleben. Besonders, weil hier halt ein Bosskampf ist. Isaac vs. Monstro. Und Monstro sieht ziemlich hart aus. Aber ich denke, sobald wir oder solange... Oh. Oh, der kotzt mich hier an. Das ist zum Kotzen. Okay. Ich merke gerade, dass Isaacs... Tränenreichweite nicht unendlich ist. Das heißt, die reicht nicht über den ganzen Raum hinweg. Man muss schon... Oh, man muss schon so ein bisschen näher dran sein. Das ist knackig. Aber wir dealen gerade recht gut. Also, ich mache gerade... Oh, fast keinen... Oh, Schaden. Oh. Das ist knackig. Das passt. Alles gut. Es macht ja auch Spaß. Das Spiel macht ja auch Spaß. Ne? Es ist ja so, ich glaube, das Spiel wird auch nie langweilig, auch nicht, wenn man es zum, weiß ich nicht, 1000. Mal on-topic kommentiert, weil der Run ist halt jedes Mal anders. Der Run kann jedes Mal anders aussehen. Und deswegen denke ich, kann das Ganze hier ein interessantes Let's Play werden, ne? Geht mal von einem Endlos-Projekt aus, also so ungefähr wie Splatoon. Das passt. Wir haben ihn, Mann! Bam! Monstro's Tooth! Quasi sein Zahn. Herz. Und da ist noch was. Tornfoto. Tears plus irgendwas. Was? Okay. Ah! Problem gelöst. Jetzt weiß ich, wie man sich das hier auf dem Bildschirm anzeigen lässt. Okay. Super. Und weiter geht's. Ab ins dritte Basement. Kann das sein? Aber warum mag unsere Mutter uns nicht, ey? Ich muss ganz ehrlich sagen, Caves 1. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Isaac so richtig putzig, weil Isaac, ja, hallo, hier. Na, ganz ehrlich, Isaac, oh, der war im Intro schon so ein bisschen, naja, hilflos, ne? Guckt euch doch mal an, er weint, ja. Falls ich noch nicht erwähnt habe, sein Geheule ist sein Angriff. Sein einziger Angriff. Er killt Leute, indem er heult. Aber nicht durch das akustische Signal, nein. Sondern durch die Tränen an sich. Ne? Ist eine schräge Welt, in der wir hier sind. Aber ganz ehrlich, hier im Basement wundert mich gar nichts mehr. Hallo. Wie komme ich denn da rüber? Kommt man da hoch? Wie komme ich da hin? Wenn ich da jetzt runterfalle, dann kriege ich doch Herzen abgezogen. Oder kann Isaac auch schweben? Ich weiß es halt nicht, ne? Wenn ihr mich in den Kommentaren zuflamen wollt, tut das, aber rechnet nicht mit einer Antwort oder sonst was. Wenn ihr Tipps geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr mir Trivia zum Spiel geben wollt, tut das bitte gerne. Oh. Tut das bitte, ich bitte darum. Aber bitte nicht flamen, ne? Wie gesagt, jeder fängt mit dem Spiel an und nicht jeder hat da die größte Ahnung vom Spiel, ne? Weißt du Bescheid. So, ich will da runter. Wieso komme ich da nicht hin? Das check ich nicht. Ich will da hin. Hallo. Wieso kann ich da nicht rüber? Hä? Ihr seht's, oder? Ich komme da nicht hoch. Ich komme da einfach nicht hoch. Mal kurz eine kleine Tastenkontrolle. Nee, keine Ahnung. Wie komme ich da hoch, verdammt nochmal? Es ist gerade so ein bisschen komisch. Ich finde gerade keine Möglichkeit raus, wie Isaac springen kann. Und oh, ihr kommt alle auf mich zu. Nein! Nein, 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 nein! Ey, jetzt sterbe ich doch nicht an denen, oder? Jetzt lass gefälligst mein Herz liegen hier. Oh. Oh. Ah. Nein! Und ich renne direkt. Oh nein! Scheiße, nein, 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 nein. Oh Gott, Alter. Wie dumm war das denn? Kann ich hier rein? Kann ich hier schwimmen? Wieso kann Isaac da nicht reingehen? Verstehe ich gerade nicht. Genau wie eben mit dem Schlüssel, weißt du? Da ist schon ein Schlüssel und ich komme da trotzdem nicht rauf. Das ist total dämlich. Oh nein! Fuck. Ich sag mal so, so ein paar Bomben wären wieder nicht schlecht, ne? Oh, wie viel hältst du aus? Ich wollte gerade fragen, Mann. Kannst du auch mal sterben, oder wie? Hä? Meine Güte. Meine Güte. Okay. Auch oben weiß ich, gibt es ein paar Stellen, zu denen ich noch nicht gekommen bin, beziehungsweise Räume. Oh Gott. Was bist du denn für ein Ekelpaket? Ha! Lauch! Wir brauchen trotzdem den Goldschlüssel für den Goldraum. Kriegen wir auch irgendwo her. Ich denke hier oben in den Räumen, wie gesagt, in denen ich noch nicht war. Und ich will da hin! Ich komme da aber nicht hin. Wenn Isaac bitte irgendein Item bekommen könnte, mit dem er sich die Sachen holen kann, wäre das cool. Oh, scheiße, ich glaube, ich sterbe hier. Jetzt Konzentration. Größte Konzentration, weil... Oh Gott. Oh Gott, ihr seid ekelhaft. Los jetzt, stirb! Hallo! Man denkt erstmal, wenn man in so einen Raum reinkommt und das ist blind so, oh fuck, Alter, die killen mich. Die killen mich, Mann. Ich bin direkt überfordert. Aber das ist einfacher, als es aussieht, glaube ich. Jetzt stirb doch, Alter. Was willst du von mir? So. Wir können generell immer davon ausgehen, dass in den meisten Räumen immer Gegner sein werden, ne? Da können wir uns drauf einstellen. Nein. Bitte bewegt euch horizontal und nicht in meine Richtung vertikal. Und warum komme ich da? Ich komme da auch nicht rüber. Ey, das ist doch Verarsche. Das ist doch alles ein Scheiß. Ah! Boah, wie plötzlich auf einmal gerotzt haben. Hört auf. Nein. Scheiße, die Flammen. Die killen mich ja auch. Nein, 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 nein. Nein! Oh, nein. Das war so genauso dumm wie auch unnötig, oder? Liebes Tagebuch, heute bin ich gestorben. Ich wurde von diesem Ding da getötet. In irgendeiner Höhle. Ich habe alles meiner Katze Guppy überlassen. Das ist cooler Stuff. Also, hau rein. Du grausame Welt. XOXO. Casper. Nee, Isaac. Damit würde ich sagen, mit diesem kurzen Run, es tut mir leid, ich hätte ihn gern länger gestaltet, aber mit diesem kurzen Run verabschiede ich mich von euch. Ich denke, das wird ein tägliches Let's Play werden, weil ich habe richtig Bock auf das Spiel. Ich denke, man kann hier von einem täglichen Let's Play rechnen. Ich bin hungrig auf Isaac und ich hoffe, ihr seid hungrig auf Isaac. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, auch wenn er blind war. Ich hoffe, er konnte euch irgendwie zusagen. Wenn er euch zusagen konnte, dann bestätigt mir das doch mit einem Daumen nach oben, meine lieben Freunde und Kinderchens. Und ihr dürft gerne Tipps schreiben, aber nicht flamen, so, wie schlecht du warst. Das weiß ich selber. Ich weiß selber, dass es nicht gut war, wenn ich in Cave 1 war. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich wäre gern weitergekommen, aber es hätte nicht sollen sein. Und ja, gehen wir mal zurück und gucken uns mal das Equipment an. Hier soll ja irgendwie Guppy oder so sein, ne? Items. Stuff are found, ne? Und das sammelt alles unsere Katze. Boah, ist die ekelhaft. Und da kann man auch schon sehen, wie krass das Spiel ist, ne? Also, man sieht hier echt viel krassen Stuff. Echt viele Geheimnisse, die wir noch freispielen müssen. Und ich denke, das Let's Play wird erst enden, wenn wir das geschafft haben, ne? Deswegen, das ist krass. So viel Stuff hier am Start zu haben. Wow. Respekt an den, der es geschafft hat. Secrets. Monstro's Tooth. 13 von 187 habe ich schon. Habe ich gar nicht. Ich habe einen. Ich habe einen einzigen, habe ich. Einen einzigen, Mann. Aber, meine lieben Freunde und Kinderchens, das war's. Macht's gut. Haut rein. Ciao.